So. Weltkampo gegen Splash Mage. Genau. Top 5. Weltkampo gegen Splash Mage. Splash Mage haben wir eben schon gesehen. Ja, nach einem sehr knapp verloren. Ja, nach einem Set, was halt so lang und knapp und irgendwie nervenaufreibend ist, bin ich mal gespannt, wie Splash Mage hier spielt. Ob ihn das irgendwie mental beeinflusst. Ja, Weltkampo hat gegen Skeddy 2-1 gewonnen. Auch auf jeden Fall eine starke Leistung. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, so gegen Snake. Okay. Oh, er wollte da die Combo nochmal extenden. Aber hat er nicht ganz den Mittel. Noch weiter. Um Inkling zu kombonen. Es gibt schönere Charaktere für Kombos. Also. Ja. Oh. Das ist, weil wenn man in der Tinte ist, dann wird man ja noch langsamer, ne? Ich glaube, wenn man damit Robin durchläuft, ist das nicht so lustig. Kann er durch Leute durchlaufen, wenn er unten ist? Nein, ne? Weil das ist das, so wenn er auf die zuläuft, läuft er an ihm vorbei? Nee. Er zieht die wahrscheinlich mit, ne? Okay. Also, Moment. Okay, macht Weltkampo das auf jeden Fall ziemlich gut. Haben wir gesehen, näher ein Toback, er kann einen in einem Shorthop machen. Also jetzt... Inkling, nicht schlecht. Ich erinnere mich gerne an die alten Zeiten. Und ich weiß noch, am Anfang von Smash Ultimate, wo gesagt wurde, dass Inkling Top-Tier ist. Ja, doch, stimmt. Also ich meine, so vom Ding her, das Movement und diese Combo mit Up-Air, Up-Throw-Up-Air und was nicht alles. Und auch der Roller into Up-Smash und so, das ist schon auch alles sehr gut. Also, aber da sind sehr gute Tools dabei, aber irgendwie, ich weiß nicht, die Top-Tier sind einfach noch besser. Ja, es gibt einfach so viele gute Charaktere in Smash Ultimate und da gehen einige, die eigentlich sehr gut sind, halt einfach unter. Und ich würde sagen, dass Inkling leider einer von denen ist. Ja. Das also, der wird ja kaum gespielt, der wird ja von kaum einen gespielt. Ja, das war ja früher auch mal anders, haben so mehr Inkling gespielt. Ich glaube, Cosmos und Space haben ihn gespielt. Immer leicht zu merken, die beiden, weil die spielen die gleichen Charaktere und haben irgendwelche Astronomienamen. Ja, die sind ja auch beide von dem weggewechselt. Na, jetzt Cosmos, der spielt ja. Spielt noch Parameter? Ich glaube. Irgendein Weep-Char auf jeden Fall. Ja, Cosmos. Das ist halt die Preferation. Preferred halt. Einfach irgendwie einige Chars. Ja. Das finde ich auch immer ganz interessant, so von den Spielern, was die so spielen. Ja. Weil es gibt halt Leute, die denken, oh, dieser Charakter ist cool, den spiele ich. Es gibt Leute, die sagen, oh, dieser Charakter, der hat diese Moves und diese Moves mag ich. Okay, also jetzt hier gerade tatsächlich wieder die Lead für Splash Mage. Aber 200%. 200% also, halt ja. Hält man nicht lange. Oh, der Upsmash direkt. Gibt es da nicht ein leichteres Tool, was man benutzen kann, um zu killen? Da muss doch eigentlich so gut wie alles killen. Uptilt oder sowas. Downtilt. Eine Backair reinhauen. Backair. Oh mein Gott, vielleicht noch überlebt. Nicht. Ich nehme zurück. Das bringt auch nicht um. Und das sind jetzt halt schon wieder 62%, ne? Das ist halt immer sehr schmerzhaft, wenn man denkt, nur noch ein Move. Ein und dann kommt halt sowas. Oh, okay. Da kommt er, aber... Also noch ist es nicht vorbei, ne? Ja, es gibt so pragmatische Spieler, die denken so, ich brauche das, dies und das Moveset auf meinem Charakter, dann spiele ich den. Und es gibt halt so Spieler, die gehen so sehr auf Visuals. So, ich finde, der sieht cool aus oder ich mag, wie der aussieht und deswegen spiele ich den und spiele den so lange, bis ich den gut spiele. Ja, also das kann halt auch immer unterschiedlich sein. Jetzt zum Beispiel bei Cosmos, der spielt halt die Anime-Charaktere. Mhm. Es gibt Leute, die finden Piranha-Pflanze saulustig und spielen deswegen Piranha-Pflanze. Oh, das Buch. Das Buch mit dem Base-Knockback. Das ist auch immer so interessant. Also. Ja, so. Wenn man sich das so selbst fragt, warum ich einen Charakter spiele. Also ich habe Yoshi nicht angefangen, weil ich den besonders cool fand oder so. Ich meine, ich mochte Yoshi's Story 2, aber... Nee, Yoshi's Island? Yoshi's Island. Für ein SNES, oder? Genau. Ja, SNES. Island. Ja, das war halt einfach sehr cool, aber ich habe nicht deswegen Yoshi gespielt, sondern weil... Das ist eigentlich ein ganz leichter Grund so. Früher ist man ja leichter, schneller gefallen und war länger im Ei. Deswegen habe ich mich bei Coms, habe ich mich immer an die Ecke gestellt und dann B gespammt. Und dann, wenn die im Ei war, haben die nicht rausgemasht und sind gestorben. Mhm. Und Master Hand konntest du einfach mit Down Air killen. deswegen habe ich Yoshi eigentlich angefangen zu spielen. Es war am Anfang nur so ein Charakter halt für mich. Und dann irgendwann hatte ich am meisten Übung auf dem. Wäre wirklich interessant zu wissen von
den Spielern, die wir hier haben. Ja. Vielleicht sehen wir einen von den beiden in den Grand Finals gewinnen und dann kann man ein Siegerinterview machen und dann kann man die nochmal fragen. Das wäre wirklich spannend zu wissen. Aber also im Grunde, ich meine, man muss schon das Fire Emblem gespielt haben, um den Fire Emblem Char zu spielen. Klar, so ein paar von denen sind auch irgendwie so, ja, coole Anime-Chars. Ich würde jetzt aber eigentlich Robin nicht dazu zählen. Also, ist, glaube ich, kein Fan-Favorite vom Aussehen her. Das stimmt. Es gibt da schon ein paar Robin-Fans, aber jetzt so die Leute, die nicht Fire Emblem gespielt haben, die werden wahrscheinlich zu anderen Charakteren tendieren. Ja. Und ich glaube, bei Campo kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es einfach so ein guck dir das Movement an, ich glaube in den Char und darum spiele ich den. Ja, also ich habe gegen Campo mein Street Fighter 6 gespielt, da haben wir uns random online getroffen. Und da hat der Kenny gespielt, also ist auch ein sehr schneller Charakter mit Mix-Ups und so ein Zeug. Okay, also auch ein guter. Und das passt eigentlich ganz gut mit Inkling zusammen. Ich kann mir vorstellen, dass Campo einfach ganz gerne so Rushdown-Charaktere spielt. Und, okay. Ja, da, ich meine, er hat den Sprung rausgeholt, ne? Also den Pressure hatte er dann doch noch, aber ja, holt ja auch den Kill und die Lead. Jetzt braucht er erstmal ein bisschen Momentum. Okay, das war doch eigentlich ein guter Start. Tricky Move von der Kampo. Aber ja, das ist das Ding. Wenn man ein Schwert hat, einfach reinhauen. Besonders wenn es Level ist. Ja, also Lead halten ist auf jeden Fall so eine Sache für sich. Also, man merkt es ja bei SDN und auch bei Beißel, wenn die so ewig lange diesen Stock halten, dann haben sie halt auch einfach gute Chancen, sobald sie Lead haben. Und was halt auch irgendwann unweigerlich passiert. So. Und jetzt in dem Fall ist es halt so, Belcampo kann halt die Lead nicht lang genug halten, dann ist es wieder ein Even Match. Und jetzt dann ist wieder wie so ein Reset. Recht blöd, weil Robin an der Ledge, ihr seht, sehr viele Side-Bees. Ja. Und er schmeißt auch die Bücher. Ja, Ledge-Traps von Robin. Du willst sowieso nicht an der Edge sein, weil seine Aerials so super stark sind. Wenn du dann springst, dann passiert sowas. Fliegst du komplett weg. Die Nair ist ja offstage auch super stark. Haben wir jetzt auch gesehen mit dem Base-Knockback. Dass es auch mal bei 80 killen kann. Okay. So mit dem Jab, also ich finde, das ist eigentlich immer ein ganz gutes Tool für Inkling. Sobald der Gegner irgendwas falsch macht, jabst du ihn einfach voll, machst ein bisschen Damage, inkst ihn voll damit. Damit machst du mehr Schaden auch wieder. Ich finde, das ist so ein Tool, womit man gut arbeiten kann, sobald der Stock vom Gegner weg ist. Es stört auch, also ich persönlich hasse es, in Rapid Jabs drin zu sein. Es dauert so lange einfach. Ja, das ist sehr verständlich. Und das ist besonders bei Inkling so, weil besonders weil das halt die Tinte auf einen rauf macht. Ja. Okay. Was mich, wenn ich Inkling spielen würde, ich glaube, was mich so ein bisschen stören würde, ist, es ist ja zeitlich begrenzt, wo die Tint auf dem Gegner drauf ist. Ich glaube, das würde mich selber unter Druck setzen, da Schaden reinzubekommen. Guter Zug von Belcampo. Und jetzt sieht das Ganze sehr viel möglicher aus als eben noch. Okay, aber jetzt mit einer Ledge. Mal sehen. Ja. Aber keine Side-B, keine Side-B. Ja, aber ein bisschen zu viel Angst. Jetzt könnte es schwierig werden. Oh, lol, den musste er wirklich noch parryen. Ich hätte nicht gedacht, dass der so weit reicht, aber das ist so ein kleiner Blitz gewesen, ne? Ja, das ist sehr komisch bei Robins Down Smash mit Levin. Das trifft zweimal. Aha. Und das ist. Verwirrt mich immer noch. So. Langsam wird's knapp. Oh, der Jab. Noch nicht ganz. Aber fast. Er ist an der Ledge, das wird es sein. Mhm. Ja. Und wie hier schon im Chat gesagt wurde, weggesplashed. Aber das ist auch nur das 2-0. Wir sind hier noch nicht durch. Das Ganze geht noch ein bisschen. Best of 5. Der Campo sieht ein bisschen gestresst aus. Hat sich gerade ein bisschen so die Stirn abgewischt. Mhm. Ich sehe schon SDN, der wartet. Wahrscheinlich will er als nächstes gegen Beißel das Grand Final spielen. Wenn SDN so da sitzt, der ist noch still. So, mal gucken. So, mal sehen, ob der Campo das aufholen kann. Wie gesagt, ich fand, das sah schon möglich aus. Bloß, wenn er die Lead hat, muss er die einfach länger halten können. Wie auch immer. Also, jetzt kann man natürlich sagen, aber das ist jetzt natürlich auch kein toller Tipp oder so. Aber, einfach ein bisschen ruhiger, vielleicht mit Jab oder so.
nur safe shit spam, das ist ja eigentlich immer so die Universallösung, ne? Ja. Hauptsache irgendwie Damage auf den rauf so bekommen. Oh wow. Early Lead für Belcampo. Okay, und das ist aber jetzt eine große Lead. Das heißt, diesmal safe. 1, 2. Ah, okay. Eigentlich sah nicht schlecht aus, aber dann doch irgendwie nicht nur auf Reaction gegangen, sondern einfach auch so ein bisschen geraten. Leider ja, falsch geraten. Fair. Aber ist ja immer noch sehr gut für Belcampo. Noch hat er die Lead. Wenn er den Kill noch kriegt, dann sieht das, sieht das wie ein Game aus, das einfach schon entschieden ist. Ja, oh, das ist... voll geinkt. Also Robin kann er jetzt gerade auch keine Projektile auf den Screen setzen. Ja. Ja, das ist wirklich dominant. Also. Aber jetzt auch einfach, das ist ja... Also in dem Beißer-Game, gut, da war ein SD mit drin. Aber da sahen die zwei ersten Games auch ein bisschen dominanter von Splash Mage aus. Und jetzt hier Belcampo... macht jetzt ordentlich Druck, auf jeden Fall. Also einerseits wäre es natürlich hype, wenn Belcampo jetzt ein 3-0 Comeback machen würde. Allerdings wäre es auch sehr traurig für Splash Mage, weil es dann das zweite Mal wäre. Ja. Wie gesagt, nach einem Set wie dem von Beißer, ich habe ihm auch gesagt so, du kannst und... der SD ist jetzt nicht schlimm, aber gibt es Splash Mage vielleicht Hoffnung? Mhm. Und wenn er das wirklich reißt, na, dann war es das halt. Mhm. Ja, traden kann man machen. Aber man muss vorsichtig sein. Man kann gegen Splash Mage so früh sterben und auch so schnell Damage bekommen. Also ich würde jetzt nicht normal anfangen zu traden, sondern wirklich noch safe spielen. Oh, schöner Tag, wichtiger Tag. Okay. Scramble. Ah, da kommt ein Throw. Up Air. Bombe. Das sieht sehr schlecht für Splash Mage aus. Oh, schöner Downtilt. Oh, schön. Solide. Aber mal gucken, ob das genug ist. Es scheint so, als wäre das nicht genug. So, 2-1. Das war eine richtig schnelle Runde. Solides die Game. Zwei Stocks. Sehr solides Game für Splash. Hier. Belcampo. Aber ja, das ist halt nur eins. Und jetzt kann. Er muss noch zwei gewinnen. Ja, jetzt kann Splash Mage halt auch so ein bisschen counterpicken. Mal gucken, was da genau kommt. Ich frage mich, wie der Funk gegen Fuego aussieht. Fuego. PS2. Ja, Frage. Wobei ich glaube, es ist eher so ein Pull-Pick. Ich sehe manchmal, wie Splash Mage Greninja spielt. Das ist immer recht interessant, aber... Guten auch. Also, weiß ja immer nicht, wie die Secondaries und Pocket Chars von den Leuten sind, aber... Also, Splash Mage hat eine ganze Reihe von guten Pocket Chars. It's a Game. Greninja und... K-Rool war auch gut. Sein K-Rool war wirklich gut. Den hat er auch dann hier in Bracket gespielt mal. Krass. Und einer, den ich vergesse. Aber Robin ist halt... der Main von Splash Mage. Ja. Eigentlich, also, wenn man Robin spielt, kann man schon auch mal irgendeinen Counterpick-Charakter spielen. Habe ich so das Gefühl. Ja, das stimmt. Aber scheint Splash Mage nicht zu brauchen, spielt nur äußerst selten. Hat äußerst selten mal so Mr. Game gespielt oder so, aber. Ich glaube, es hängt auch vom Spieler ab. Ich glaube, er ist wahrscheinlich nicht confident genug, wenn er jetzt so Game & Watch spielen würde. Das ist halt immer die Frage, ob man ein schlechtes Matchup spielt mit einem Char, den man gut kennt, oder ein gutes Matchup mit einem Char, den man halt weniger gut kennt. Weil oh, das geht halt noch nicht. Das war wichtig gerade für Splash Mage. Bombe. Oh, das ist... Das ist nämlich, würde ich schon sagen, so auch das Hauptkilling-Tool von Inkling. Oh, das hat nicht gekillt, hat die Dash Attack nicht getroffen. Killt hier in dieser Runde noch nichts. Ah, da ist die Dash Attack. Das nice, okay. Nice. Even Steam. Diesmal konnte Splash Mage den Stock nicht lange halten. Oh mein Gott. 45%. Albtraum gerade für Belcampo. Es fühlt sich halt auch nicht gut an, einfach. Also ich meine, er spielt wahrscheinlich nicht mit Controller, irgendwie Vibration oder sowas, aber so, man merkt halt trotzdem schon, die Attacken hauen einfach rein, ne? Ja, das merkt man, besonders wenn
Robin mit dem Level Sword reinhaut. Mhm. Der Hits dann und die Sounds, das hört sich so an, als würde es wehtun. Ja, jetzt gerade hat Splash Mage echt nochmal einen Gang hochgeschaltet, oh, ne, aber sowas von. Für die Footsies, das Movement, alles noch so ein bisschen schneller, ein bisschen aggressiver. Grabs the field. So. Nicht elegant, aber das passiert. Okay. Oh. Wir sind high. Oh ja, das hat sich komplett gedreht eben. Gerade war es noch komplett even. Und jetzt das sieht sehr hat der Campo seit, ich weiß nicht wie langer Zeit, keinen Hit mehr gelandet. Ich meine, eben waren es noch zwei Stocks, komplett 0%. Das, ja, sehr, sehr schlechte Situation, da kann man nicht viel machen. Krass, nach dem Game, was Belcampo eben gerade gezeigt hat, also da das dritte halt Game. Da war wirklich dominant und dann auf einmal... Und auf einmal, ja, nochmal an.